Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ion. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge waren wir ja im Damino-Wald und haben den Elimnor kennengelernt, der uns davon berichtet hat, dass diese schrecklichen Kobolde den Wald abholzen, also praktisch seine Brüder töten. Ja, und der gute Noah hat uns um Hilfe gebeten. Wir sind jetzt hier wieder zurück nach Akarios geschickt worden und ich habe gerade gesehen, die gute Priesterin hier, Polinia, hat noch eine Quest. Arion führt euch zu mir. Aria sammeln. Habt ihr gehört, dass die Asmodia im Abyss immer heftiger angreifen? Da ihr Söldner seid und mit Kämpfen Geld verdient, seid ihr sicher nicht an einem Kampf interessiert, bei dem es um das Überleben Eliseas geht. Aber für einen Priester ist das eine sehr wichtige Aufgabe. Schließlich wird je nach Kampfsituation eine andere Opfergabe ausgewählt. Ich erwarte von euch Söldnern keine Treue für Elisea und den fünf Gebietern. Den Frieden haben wir dennoch alle den fünf Gebietern zu verdanken. Es wäre also nicht schlecht, einmal etwas zugunsten Eliseas zu tun. Werdet ihr mir diesen Gefallen tun? Ja, natürlich. Wir sind da ja auch sehr interessiert daran. Wir sind ja eigentlich gar kein Söldner. Sehr gut. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir wie üblich Marschverpflegung in den Abyss schicken sollen. In Zeiten wie diesen dürfte jedoch etwas anderes nötig sein. Ich habe aus Sanctum erfahren, dass unsere armen Deva Heiltränke benötigen. Leider ist uns die wichtigste Zutat fast ausgegangen. Evaine, bitte bringt mir Aria, damit ich sie an unsere Alchemisten in Sanctum senden kann. Das Kraut wächst überall in Poeta in Hülle und Fülle. Ja, das ist super, denn ich habe ja schon welches gesammelt. 3 Stück hätte ich sammeln müssen, habe ich natürlich. Aria wächst im Wald, neben riesigen Bäumen findet ihr sie leicht. Es reicht, wenn ihr mir 3 Wurzeln bringt. Da bis zur Opfergabe nicht viel Zeit bleibt, bitte ich um schnellstmögliche Lieferung. Ich erwarte euch. Ich erledige es so schnell ich kann. Möge Arion euch beschützen, ich stehe euch zu Diensten. Ihr seid zurück, Evaine. Habt ihr die Aria geerntet, um die ich euch gebeten habe? Hier, bitte. Großartig. Das ist genau das, was wir brauchen. Ich werde den Nachschub sofort nach Sanctum schicken. Heute habt ihr eine gute Tat vollbracht, Evaine. Hier, nehmt dies als Entlohnung für euren Aufwand. Danke, danke. Das war jetzt nicht sonderlich schwer, weil ich das schon im Inventar hatte. So. Ich muss mal kurz in mein Questlog schauen. Medizin gegen Schlaflosigkeit. Das mache ich auch in die Leiste. Das auch. Die Salbe noch nicht. Das auch noch nicht. Und von der Kampagne. Bitte der Elim. Okay. Soweit, so gut. Haben wir ja einiges zu tun. Ich glaube, hier wird es langsam Abend und dann auch Nacht. Mal schauen. Wunderschöne Farben sind das hier. Ich hoffe nur, dass es hier in der Nacht nicht zu dunkel ist. Denn wenn man Videos danach dann rendert und bei YouTube hochlädt, sind die ja nochmal einen Tick dunkler. Muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie dunkel hier in Ion bzw. auf Atreia die Nächte sind. Schauen wir einfach mal. Ach, es fällt mir schwer, an den ganzen Kräutchen hier einfach vorbeizulaufen. Ich bin ja so eine Sammlerin in Spielen. Ich muss immer hier Berufe machen und sammeln und alles Mögliche. Oh, hier sind schon die Sylphen. Aber ich denke so, Berufe-Sachen, die jetzt nicht unbedingt mit Quests verbunden sind, werde ich dann ohne euch machen. Sonst ist das doch etwas zu langweilig. Ich muss nur gerade mal schauen, hier unten sind 2 Tutorials, die ich noch nicht angeklickt habe. Das können wir ja gerade mal machen. Doppelklickt auf den Mana-Stein und anschließend auf den gewünschten Gegenstand. Okay, da habe ich wohl einen Mana-Stein erhalten. Das kann ich euch ja gerade mal zeigen. Gehen wir mal ins Inventar I. Und P ist für Profil, genau. So, wo ist denn der Mana-Stein? Hier. Wo kann ich denn einen Mana-Stein verankern? Auf meinem Oberteil könnte ich das. Oder auf meiner Hose oder meinen Stiefeln. Das ist sowas, ja. Soll ich Verzauberung dazu sagen? Ich weiß nicht, ob das
vergleichbar ist auf jeden Fall, ja. Da könnt ihr eure Rüstung ein bisschen mit aufpimpen, sag ich mal. In meinem Fall wäre das jetzt hier Magieverstärkung plus 12. Verzaubern. Wunderbar, hat geklappt. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es da nämlich auch eine Chance, dass es nicht klappt. Und dann wird der Mana-Stein zerstört. Aber in dem Fall hat es geklappt. Es gibt ganz, ganz verschiedene Mana-Steine mit ganz verschiedenen Werten. Zum Beispiel, was weiß ich, plus 3 parieren für einen Tank. Oder jetzt Magieverstärkung ist natürlich super für mich als Magier. Oder plus, was weiß ich, 30 MP. Also Mana-Steine. Ach, guck mal, da habe ich wieder einen bekommen. Ausweichen, plus 4. Das wäre jetzt auch für einen Tank. Zum Verankern auf seiner Rüstung. Ja, die werden hier auch immer gehandelt. Aber teilweise kann man sie auch beim Händler kaufen. Ganz unterschiedlich. Also würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, die immer auf eure Rüstung zu legen. Ja, tatsächlich, wir sind schon fertig hier. Und da sehe ich gerade, ich habe was vergessen in Akarius zu machen. Wir sollten ja noch mit Uno reden. Medizin gegen Schlaflosigkeit. Na gut. Da muss ich da nochmal zurück, aber kein Problem. Da sind die Silphen, die habe ich ja eben gemacht. Zweitagsfunkler haben wir auch schon erledigt. Aber hier sollen ja noch mehr Mobs sein. Ah genau, die Hainarbexe, die brauchen wir ja für das Gewand für Onkel Pernos. Ja, ich nenne ihn irgendwie immer Onkel Pernos, das hat sich so bei mir festgesetzt. Den habt ihr ja noch gar nicht kennengelernt. Den Herrn Pernos. Zu dem kommen wir noch, aber wahrscheinlich erst in einer der nächsten Folgen. Weil wir haben ja hier noch einiges zu tun. Ach, die müssen wir auch töten, die armen Schweinchen hier, weil die ja die Pilze futtern. Kann man nichts machen. Wie viel brauche ich von denen? 8 Stück, alles klar. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Und wie viele von den Apex brauche ich? Noch 2 Fellen. Im besten Fall wären das dann 2 Apex, weil ich nicht weiß, ob die alle das auch droppen, das Fell. Oder ist ein Quest-Item, ein Quest-startender Gegenstand, mal ins Inventar gehen. Ach, ich drücke immer B. Für Back, aber hier ist es ja I für Inventar. Wo ist jetzt das Buch hin? Hier oben. Es ist ein dickes Buch, auf dessen Rückseite das Wort Namus geschrieben steht. Der verliert auch alles, oder? In einer der letzten Folgen haben wir ja seine Axt im See gefunden. Jetzt haben wir hier sein Buch gefunden. Die meisten Seiten kleben zusammen, aber auf der letzten steht etwas von einer schönen Nymphe, die in einem Teich badet. Das könnte Namus Tagebuch sein. Es besitzt wahrscheinlich einen hohen Wert für ihn. Okay, dann bringen wir ihm das mal zurück. Der scheint ja sehr von einer Nymphe besessen zu sein, schon fast. Ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es so ein Wesen, das sieht so ein bisschen dämonisch aus. Könnte ein Asmodia sein. Das kann ich euch in einer der nächsten Folgen mal zeigen. Ob er vielleicht diese Gestalt, diese Dame, für eine Nymphe hält. Die ist hier ganz versteckt an so einem kleinen Teich. Das wird aber, soweit ich mich erinnern kann, nicht aufgeklärt, ob er jetzt sich in diese, ja, vermutlich Asmodierin verliebt hat, die hier mehr oder weniger im Exil lebt. Hier sind wir ja gerade in der Nähe, da kann ich euch das jetzt schon mal zeigen. Hier. Ich glaube, es ist aber keine Asmodierin. Ich möchte sie jetzt auf keinen Fall angreifen, weil Stufe Fragezeichen, Fragezeichen. Ich hoffe, sie greift mich nicht an. Das weiß ich nicht mehr. Ja, sie sieht irgendwie bedrohlich aus. Aber ich möchte sie nicht angreifen. Soweit ich weiß, ist man dann instant tot. Vielleicht werde ich hier nochmal zurückkehren mit einem höheren Level. Ich denke, das ist diese Nymphe, in die sich Namus verliebt hat. So, noch 2 Stück.
Ach, nochmal Namus Tagebuch, das haben wir ja schon. Ich frage mich, woher die Schweinchen das haben. Die müssen das ja dann gefuttert haben. Kaum zu glauben. Aber man sagt ja, Schweine sind Allesfresser. Von daher ist das gar nicht so unrealistisch. So, noch eins. Und die Abex-Felle. Ach, und die schlafenden Elim. Da muss ich mal schauen, vielleicht ist hier zufällig auch einer in der Nähe. Ach, das ist ganz lustig in Ion. Ihr habt über eine Stunde gespielt. Ich konnte jetzt den Text nicht ganz lesen. Da wird man immer dran erinnert, wie lange man schon gespielt hat und dass man doch mal eine Pause machen soll, weil das sonst die Gesundheit beeinträchtigen kann. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, aber sind wir mal ganz ehrlich, so als Zocker hört man dann erst auf, wenn man wirklich keine Lust mehr hat oder wenn einem die Augen zufallen vor Müdigkeit. Also so ist das bei mir. Ich habe eben einen Gegenstand bekommen. Und zwar Stoffschuhchen. Ach, die kann ich gerade nicht analysieren, weil ich im Kampf bin. Okay, dann mache ich das später, wenn ich im Dorf bin. Ich muss mir auch unbedingt mal mein Inventar erweitern lassen, meinen Würfel. Das muss ich dann auch in Akarios machen. Wie viel fehlen mir denn noch? Ach, nur noch eins. Okay. Hoffe ich mal, dass der Gute seinen Pelz dabei hat. Alles klar, wunderbar. Jetzt möchte ich nur gerade mal schauen. Ist hier noch ein Elim? Wir sollen ja die schlafenden Elims wecken. Genau, und da vorne ist auch einer. Das hatte ich nämlich so in Erinnerung. Schlafender Ältester. Jetzt spielen wir hier die Flöte. Seid gegrüßt. Zitzitze. Seid gegrüßt. Eine Bitte der Elim. Spielt auf der Flöte, um die schlafenden Ältesten zu wecken. Eins von zwei. Und da drüben ist noch einer. Oh, und da kann ich schon was Neues sammeln. Mela. Ah, das mache ich dann aber ohne euch. Weil es ist hier schon wichtig, das Sammeln immer mitzuskillen. Sonst kommt ihr irgendwann in Gebiete, wo ihr dann nichts mehr sammeln könnt. Ja, danke, ich bin wohl auf. Zitzitze. Alles klar. Ich glaube, dann habe ich hier alles in der Gegend, ja. Dann kann ich mal wieder zum Questpunkt zurückkehren. Dann werde ich, denke ich, eine kleine Folgenpause machen. Komme ich hier hoch? Da ist ja noch ein Beschützer. Ah, das sind wahrscheinlich die beiden, die wir vorhin hier geweckt haben. Und da ist Damino, den werden wir auch noch kennenlernen, den großen Baum. Ach, ich liebe diese Quests sehr einfach, die sind so fantasievoll, schön einfach, die Geschichten. Ist wirklich schön, das nochmal erleben zu dürfen. Da vorne sind unsere Questgeber. Huch, was ist das? Ach, das ist auch ein Hain-Apex. Das sah eben so aus wie ein Wolf. So, Dark Dragon March. Okay. Bei Dragon fühle ich mich immer angesprochen wegen Dragon Daughter. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und bis bald.